herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem Update zu Truck Belt Australia. Für diejenigen von euch, die gar nicht wissen, von was ich überhaupt spreche hier gerade, die können gerne mal jetzt in die Infokarte klicken, da gelangt ihr zu meinem ersten Video zu Truck Belt Australia. Das Ganze ist schon 7 Monate her, das heißt, es gab wirklich lange keine Updates mehr dazu. Aber vor ungefähr einem Monat, nämlich am 14. November, gab es endlich ein Update zu Truck Belt Australia. Das heißt, mein Video hier ist auch ein bisschen spät, sorry schon mal dafür. Aber auf jeden Fall gibt es endlich News von den Entwicklern von Truck Belt Australia. Und zwar haben wir endlich einen ungefähren Release für die, man könnte sagen, Demo-Version des Spiels oder die Vorab-Version, nämlich für Truck World Driving School. Für diejenigen von euch, die nicht mehr genau wissen, was es damit auf sich hat, vor dem Release von Truck World Australia soll ja ein Spiel rauskommen, das sich Truck World Driving School nennt, in dem wir schon mal ein bisschen die Grundlagen vom Spiel kennenlernen können, schon mal ein bisschen die Mechanics ausprobieren können, generell das Spiel schon mal so ein bisschen austesten können. Gleichzeitig ist das Ganze aber auch ein eigenständiges Spiel, nämlich so eine Art Fahrschule, Truck World Fahrschule. Und diese Version kommt schon im Januar raus, zumindest laut den neuen Ankündigungen der Entwickler soll das Ganze schon im Januar rauskommen. Natürlich wurde auch ein neuer Trailer hochgeladen und ich würde sagen, in diesen Trailer schauen wir mal zusammen rein, denn da erfahren wir auch ein bisschen was Neues, beziehungsweise wir sehen einfach mal so ein bisschen, wie dieses Spiel aussehen soll. Und wir sehen ja schon mal so ein bisschen, was wir alles einstellen können. Das haben wir bis jetzt auch noch nicht so genau gesehen. Und zwar können wir wirklich diese Außenspiegel zum Beispiel ganz genau einstellen. Und so wie es aussieht, auch die Sitze und alles. Ist schon mal ganz cool auf jeden Fall. Dann sehen wir hier schon mal so ein bisschen typische Fahrschul-Action sozusagen. Wir haben hier oben Missionen, sowas wie Einparken und so ein paar andere Sachen. Und hier sehen wir auch nochmal, ganz kurz haben wir es gesehen, dass wir eben in diesem Spiel auch unseren Trailer selber ankoppeln können, selber anhängen können. Und generell natürlich nochmal zu erwähnen, in Truck Belt Australia und natürlich auch hier in der Driving School werden wir aussteigen können, was halt wirklich ein sehr cooles Feature ist, wo ich sehr gespannt drauf bin. Und genau, so sieht die ganze Sache dann aus. Wie gesagt, Truck World Driving School, eine Art Demo-Version für Truck Belt Australia. Aber gleichzeitig eben auch ein eigenständiges Spiel. Und was wir hier sehen, ist eben noch ein kleines Extra, das es in der Truck World Driving School geben wird. Nämlich, wir haben nicht nur diese Basic Fahrschul-Tasks, wo wir eben einparken, ein bisschen rumfahren auf dem Übungsplatz, sondern wir bekommen noch ein bisschen was Fortgeschritteneres, haben die Entwickler im Steam Post geschrieben, also ein bisschen was Spannenderes. Und zwar einen Steinbruch, wo wir auch unseren ersten richtigen Auftrag, so wie ich das verstanden habe, erledigen können. Also unseren richtigen ersten Lieferauftrag. Da bin ich auch mal gespannt. So ein Steinbruch finde ich immer sehr cool. Und hier zum Schluss sehen wir es auch nochmal eingeblendet im Trailer. Truck World Driving School soll schon im Januar 2023 rauskommen. Und das Beste daran ist, das soll sogar kostenlos sein, macht ja auch Sinn, soll ja so eine Art Demo-Version fürs Hauptspiel dann sein, aber eben wie gesagt gleichzeitig auch ein eigenständiges Spiel, deswegen ist es auf jeden Fall sehr cool, dass das Ganze kostenlos sein wird. Ich weiß natürlich auch nicht, wie umfangreich das Ganze wird, ob das vielleicht nur so eine Stunde Content hat oder ob das vielleicht sogar wirklich ziemlich viele verschiedene Challenges drin hat, kann ich euch nicht sagen, aber ich würde sagen, es ist beides auf jeden Fall möglich. Genau, und hier seht ihr nochmal den Steinbruch von oben und hier steht nochmal dabei, dass wir hier eben auch unseren ersten richtigen Transportauftrag machen können im Steinbruch. Also nicht nur die Driving School Mission, sondern hier auch unseren ersten richtigen Auftrag. Können wir also auch schon in dieser Version machen. Das heißt, wir können auf jeden Fall gespannt sein. Wer noch mal ein bisschen mehr zu dem Spiel an sich erfahren will, zu Truck World Australia und was das Ganze vielleicht so besonders machen könnte, der kann gerne, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, in meine erste News zu diesem Spiel reinschauen. Ich habe sie auch noch mal in der Videobeschreibung verlinkt auf jeden Fall. Das heißt, schaut da gerne mal vorbei für grundsätzliche Infos zu dem Spiel. Und auch ansonsten gibt es natürlich hier weiterhin News zu Truck World Australia bzw. zur Driving School, wenn sie dann mal rauskommt. Natürlich werden wir das Ganze auch hier auf meinem Kanal einmal zusammen uns anschauen, wenn die Driving School rauskommt und natürlich auch, wenn Truck World Australia irgendwann mal rauskommt, natürlich auch das Spiel an sich. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt zu Truck World Australia, könnt ihr auch gerne hier öfter mal reinschauen, denn wenn es was Neues gibt, habe ich auf jeden Fall vor, darüber ein Video hochzuladen. Und ansonsten würde ich sagen, schreibt mir unbedingt eure Meinung zu diesem Spiel in die Kommentare.
und vor allem auch, was ich davon halte, dass es eben vorab jetzt hier eine Driving School Version geben wird, in der wir schon mal das Spiel ein bisschen kennenlernen können. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und ciao.